Herr Rainer Treu, Sie sind Obmann von der WGM Wirtschaftsgemeinschaft. Was würden Sie von der Klolösung Yes You Can auf dem Weihnachtsmarkt halten? Yes You Can wäre gut. Am besten ist natürlich, wenn man in der Nähe bleibt des Marktes, wo die Weihnachtsstände sind, in der Nähe Partner zu suchen. Aber da liegt es dann am Veranstalter, dass er sich die Kooperationen sucht. Zum Teil sind natürlich Stände vor Wirtebetrieben, wo sie selber betreiben. Da ist es für mich also eigentlich selbstverständlich, dass die Toiletten dann offen stehen für die Marktbesucher. An anderer Stelle, wo diese Möglichkeit nicht gegeben ist, sollte dann mit dem Vereinzelten das Gespräch gesucht werden. Das ist ja kein Problem. Und öffentliche Toiletten befinden sich ja dort, auf der Gewählseite zum Beispiel, und die sind selbstverständlich offen. Wieso ist das in Bregenz gescheitert? Wir haben einen Vorstoß gewagt, wir haben die Wirte gefragt, ob sie bereit wären, ihre Toiletten zur Verfügung zu stellen. Aber da muss man natürlich berücksichtigen, dass die einen machen den Umsatz und die anderen hätten den Dreck. Da müsste man sozusagen dann einen Modus Vivendi finden, um das irgendwie abzugelten. Da hat es gescheitert und dann hat man gesagt, ja, man hat ja öffentliche Toiletten genug. Was würden Sie davon halten, Toiletten aufzustellen? In einem Maß, wo sie zumutbar sind, optisch, könnte ich mir das vorstellen, aber ich bin auch kein Freund von Dixie-Klos. Wenn, dann müsste man sie ordentlich gestalten und das ist ein immenser Aufwand. Also unter 50.000 kostet so, ist keiner zu errichten.